Wie sieht es im Basecamp der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Australien aus? Ich zeig's euch. Die Mannschaft ist in der Nähe von Sydney untergebracht. Da haben die Spielerinnen jeweils zu zweit einen kleinen Bungalow und leben dort quasi in einer WG. Wir sind Zimmer hier vorne. Sind zum Beispiel Sarah Dawson und Merle Froh. Als nächstes seht ihr das Content-Studio, wo die ganzen Videos für die DFB-Channels aufgenommen werden. Hier haben wir einmal den Raum, wo die Physios und die Ärzte drin sind, also wo die Spielerinnen behandelt werden. Wie süß ist bitte das Känguru? Das hier ist der Raum, wo die Spielerinnen jeden Tag essen. Und als nächstes zeige ich euch das Fitnesszelt der Mannschaft. Das wurde einfach extra auf dem Parkplatz aufgebaut. Außen am Zelt hängt auch noch ein Gruß der DFB-Mitarbeiter. Draußen um das Zelt herum können die Spielerinnen ihre Freizeit verbringen. Es gibt da zum Beispiel eine Tagboy-Platte, wo auch Martina manchmal mitspielt und das hier. Weiß jemand, wie das heißt? Dann gibt es noch die Players-Lounge, wo die Spielerinnen in ihrer Freizeit chillen können. Hier sind wir beim wichtigsten Raum. Hier sind nämlich alle Sachen, die die Spielerinnen tragen. Hier wird alles gewaschen und die Trikots fürs Spiel vorbereitet. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall folgende Frage beantworten.